Sie müssen aber auch noch kommen, sonst sind wir unkomplett. Für diejenigen, die ihren Livestream bei Radio 1 erst später eingeschaltet haben, wir wechseln gerade die Runde und kommen zum Thema Nummer 2, zur Bildung. Auch da will ich zunächst wissen, was ist wirklich neu, was ist nur anders als früher durch die digitale Revolution. Bei mir sitzen Heike Kahl, die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Die Vision der Stiftung lautet, wir wollen, dass jedes Kind und jeder Jugendliche in Deutschland gut aufwachsen und lernen kann. Wir schauen nicht auf Defizite, sondern auf das, was junge Menschen mitbringen und stärken sie in dem, was sie können und was sie bewegt. Schönen guten Abend. Christian Hanke ist Referendar für Deutsch und Ethik am Otto-Nagel-Gymnasium in Berlin-Biesdorf. Wir sind eine kreidefreie Schule, lese ich dort. Die Klassen 5 bis 10 sind Laptop-Klassen. Ja, die Schule strahlt Selbstbewusstsein aus. Sie sei ein Muss für den modernen Schüler. Guten Abend. Und Julian Kulassa. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Medienpädagoge von Mezen Berlin-Pankow, was ein bisschen nach orientalischer Speise klingt, aber es ist die Abkürzung für das Medienkompetenzzentrum in der Hosemannstraße. Das Mezen entwickelt Konzepte, Ideen und Modelle, wie die medienpädagogische Arbeit mit jungen Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern attraktiv und erfolgreich gestaltet werden kann. Lese ich da. Es gibt auch ein betreutes Mediencafé. Schönen guten Abend. Ja, Frau Kahl, in vielleicht 60 Sekunden, was ist neu, was ist gar nicht neu? 60 Sekunden sind ja eine Drohung. Also ich könnte sagen, alles. Es ist Sie so, müssen ja nicht auf die Uhr gucken, nur ich. Es ist ungefähr so, wie als die karnevalistischen Traditionen erfunden worden sind, nur permanent. Dort haben sich auch die Verhältnisse verkehrt, oben und unten und links und rechts und arm und reich. Aber eben nur für wenige Tage. Wenn wir über digitales Lernen und digitale Bildung sprechen, dann müssen wir sagen, es sind nicht nur Kulturtechniken. Also die Frage, wie wir kommunizieren, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen, sondern ist die gesamte Architektur des Wissens betroffen. Was müssen wir wissen? Was haben wir noch einen Wissenskanon? Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns darauf vor? Und das betrifft alle Lebensbereiche hin, bis hin zu der Frage, die unsere demokratische Kultur betreffen. Und ich finde, das kann man nicht dramatisch genug anschauen. Und wenn man sich dann noch anguckt, dass die jungen Leute, die in die Schule gehen, besser equipped sind mental wie von den Kompetenzen her als die Lehrer, dann sind viele Fragen offen. Darüber werden wir sicherlich sprechen mit den sozusagen Kompetenzen der Schüler und der Lehrer. Der Referendar steht ja quasi dazwischen. Der kann ja immer sagen, ich bin weder das eine noch das andere, aber ich kenne beides sehr gut. Also Christian Hanke zur Eingangsfrage. Ja, Digitalisierung zeigt sich sowohl im ganzen Schulalltag, sei es, dass bestimmte Sachen einfach online verfügbar sind, sei es, dass E-Mail eben das Kommunikationsmedium schlechthin ist, aber vor allen Dingen auch konkret im Unterricht. Durch die schon angesprochenen Laptop-Klassen kann ich ohne Probleme einen Arbeitsauftrag geben, der heißt recherchiert. Die Schüler kommen natürlich zuerst auf Wikipedia und gute Fragen, aber durch Handwerkszeug, das ich ihnen mitgebe, hoffentlich mitgebe, können sie diese Seiten eben auch kritisch betrachten und schauen dann eben noch weiter oder sehen, ach guck mal, da stehen ja noch Angaben, wo die Fakten von Wikipedia herkommen und wie man da weiter recherchieren kann oder Möglichkeiten unkompliziert ein Video zu zeigen und dafür nicht erst aus der einen Ecke des Gebäudes den Fernseher reinzurollen, der dann vielleicht nicht anspringt oder bei dem ich dann das Video zur richtigen Stelle spulen muss. Nein, ich sage, ich möchte Minute 3 und dann spielt mir das Video Minute 3. Und ich glaube, das, was ich jetzt angesprochen habe, ist noch nicht mal annähernd die großen Möglichkeiten, die digitalisierte Schule bringen kann. Also Schulbuchverlage arbeiten ganz stark, dass ich für Schüler sehr individuelle Arbeitsprofile erstellen kann, welche Arbeitsblätter genau einzelne Schüler brauchen. Und auch ja, der Komfort ist ein ganz anderer. Ich kann ein Tafelbild speichern, ich kann ein Tafelbild deutlich einfacher in die nächste Klasse mitnehmen oder in einen anderen Raum oder in 2 Wochen nochmal anwerfen oder überarbeiten, ohne dass ich 5 Minuten mit dem Rücken zur Klasse stehe und keine Ahnung habe, was gerade hinter mir passiert.
Interessant ist ja, dass Sie dabei aber immer Begriffe verwenden, die noch aus der analogen Welt kommen, wie Tafelbild. Das Spannende ist, dass jedes neue Medium in der Menschheitsgeschichte auch Abbild von früheren Medien war. Da kommen wir noch. Active Wortbild klingt auch nicht sehr schön. Das ist richtig. Julian Kulascha. Ja, genau. Also Sie kennen vielleicht das berühmte Zitat, Lebenswelten sind Medienwelten, Medienwelten sind Lebenswelten. Die Jugendlichen und Kinder, mit denen wir arbeiten, trennen also nicht mehr zwischen on und off. Die sind also leben in beiden Welten, sage ich mal. Problem ist, dass diese Erkenntnis noch nicht bei uns Erwachsenen oder bei vielen Erwachsenen, bei Eltern, bei Lehrern, bei Erziehern in Kitas angekommen ist. Und da sehen wir also ein ganz großes Problem. Ich sitze jetzt hier als Vertreter der außerschulischen Bildung. Auch das, was wir sozusagen an kleinen Tropfen auf den heißen Stein leisten können, wenn es zum Beispiel, wie angesprochen, um Cybermobbing geht, wenn es darum geht, die Schüler und Schülerinnen in Schulen auch aufzuklären, wie sie ihr Smartphone sicher machen, dann kommen wir also an unsere Grenzen, weil wir ganz oft nur im Rahmen von Projektförderungen arbeiten müssen. Ich sitze ja auch hier als ein Vertreter von Think Big, also von einem wirklich sinnvollen Projekt, was Jugendliche dabei unterstützt, aktiv, selbstbestimmt und kreativ vor allen Dingen mit neuen Medien umzugehen. Und ich denke, das ist ein Weg, den wir beschreiten müssen. Also wir müssen jetzt anfangen, wir müssen im Vorschulalter anfangen, Kids fit im Umgang mit Medien zu machen, so dass wir dann eben ja, Probleme vorbeugen können. Ich weise mal kurz, während Christian Hanke zum Mikrofon greift, auf diesen leeren Stuhl. Je mehr Sie diesen Stuhl nutzen, umso weniger muss ich arbeiten. Denken Sie auch mal an sowas. Christian Hanke, und dann haben wir... Ich wollte es nur erstmal in die Hand nehmen. Ach so, Sie wollten es nur in die Hand nehmen, dann ist es gut. Drei Dinge würde ich, damit wir die nicht vergessen, noch mal kurz in Erinnerung rufen. Im Zusammenhang mit Karneval ist auch gesprochen worden, sozusagen Reich und Arm verändert sich. Also ich würde gerne über so einen Punkt nochmal sprechen, über die ganze Architektur des Wissens, die betroffen ist, und über die Frage, sind die Alten diejenigen, die geschult werden müssen, und die Jungen, die es schon wissen. Und jetzt haben wir jemanden, die ein ganz konkretes Projekt auch im Rahmen dieser Arbeit hier vorstellen kann und vorstellen möchte, bitte. Hallo, mein Name ist Aruna Reddick und ich bin hier im Namen von dem Projekt von morgen. Das ist auch ein Think Big-Projekt und wir probieren nachhaltige Initiativen, Orte, Events auf einer Online-Plattform zu kartieren. Und jetzt auch gerade nochmal in dem Hintergrund mit der Sicherheit, das war ja alles ein sehr schweres Thema und von viel Angst umgeben. Und ich wollte auch einfach nochmal klar machen, dass das Internet auch eine Riesenchance ist. Also wir probieren gerade diese Brücke zwischen der digitalen Welt und der realen Welt zu schlagen und einfach zu versuchen, ja, die Leute irgendwie von dem Computer in die reale Welt zu bekommen. Und sagen Sie mal kurz, was wir uns da jetzt dann vorstellen können, ja, was also, wir sozusagen als Nutzer da finden. Also Sie können da auf diese Webseite gehen, im Prinzip ein bisschen wie Google Maps. Sie sehen eine Karte und auf der Karte sind nachhaltige Initiativen und Projekte. Also das kann der Bioladen sein, das kann aber auch ein Spielplatz sein. Also nicht nur nachhaltig im Sinne von Umweltschutz, sondern nachhaltig auch im Sinne von, was macht Menschen langfristig glücklich. Und wer macht daran mit? Sind das eher die Jungen oder ganz Jungen? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Also das Projekt heißt Von Morgen. Genau. Von Morgen. Also es ist kein Projekt von morgen, genau, sondern Projekt, auch ein Projekt Anführungszeichen, von morgen, von morgen, Schlusszeichen. Genau. Das sind, ich drehe mich mal zu Ihnen um. Ja, machen Sie das. Hallo. Das sind, die Kerngruppe sind, würde sagen, 9 bis 10 Leute. Die kommen alle von der Heinrich-Böll-Stiftung, sind Stipendiaten und eigentlich alles Studenten. Also das wird ehrenamtlich auf die Beine gestellt und wir sind gerade in der Phase, wo wir programmieren und ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen, also ist noch nicht online, aber Ende Mai kommt der Prototyp von Bayreuth
wer da Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken, wie das dann später aussieht. Und wir wollen Ende des Jahres fertig sein und online sein. Bis hierher schönen Dank. Heike Karl, wie ist das mit der Kompetenz der Kinder und Jugendlichen? Das ist ja auch ein sehr spannender Punkt, wenn die uns Alten was mitzuteilen haben, was wir nicht kennen, dann verändern sich sozusagen klassische Rollenbilder und dann kann möglicherweise auch ein gemeinsames Lernen entstehen. Das ist die Positivvariante. Zur Positivvariante gehört auch, dass sozusagen alte traditionelle Deutungshoheiten verloren gehen, weil sich sozusagen alles neu und immer wieder neu herstellen kann. Aber Sie haben vorhin gesagt, das ist ja ein wichtiges Stichwort nochmal, wer partizipiert eigentlich, arm und reich? Und ich glaube, es gibt ja Studien darüber, dass das technische Equipment quasi unter jungen Leuten ziemlich gut, also die sind gut ausgestattet. Aber wenn wir über Kompetenzen reden, und das insofern ist auch Digital Natives vielleicht ein bisschen irreführend, weil das sieht so aus, als würden ihnen die Kompetenzen sozusagen angeboren sein. Aber die müssen erworben werden. Und da ist es in der außerschulischen Bildung und in der schulischen Bildung eine große Herausforderung, das zu tun. Denn wir schaffen uns oftmals Legitimationsfassaden und sagen, also das sind doch schon Laptop-Klassen, die sind doch schon technisch gut ausgestattet. Aber damit ist überhaupt nichts über die Qualität des Lernens gesagt. Wir wissen, dass Pädagogen nur zu einem Bruchteil in der Schule das Internet für kreative Zwecke nutzen. Und da schließt sich der Kreis zum Thema Kompetenzen. Wir müssen nicht mehr nur über MINT-Fächer reden und so weiter. Eigentlich geht es darum, wie schaffen wir es, dass Kreativitätspotenziale geweckt werden und wir ein sozusagen Kompetenzen haben, um kreativ mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und dazu sind eben die Pädagogen nur zu einem geringen Teil ausgestattet. Die Pädagogen in den Studien, ich glaube, ich weiß immer nicht, wie das ausgesprochen wird. ICLIS, glaube ich, wird das ausgesprochen. Wie? So wird es ausgesprochen. Ich wiederhole es jetzt nicht. Da ist ja auch die Telekom-Stiftung sozusagen maßgeblich, also auch in der Erforschung und Zusammentragung der Daten auch beteiligt. Da kommt raus, dass die Lehrer durchaus sagen, ja, natürlich nutzen wir das Internet für Recherchezwecke, für bibliothekarische Zwecke und für Präsentationszwecke. Aber für den kreativen Umgang, also sozusagen zum aktiven Arbeiten, ich will nicht sagen nur, und das, damit meine ich nicht Programmieren, sondern den wirklich kreativen Umgang mit den neuen Medien, da arbeiten nicht mal 10% der Lehrer mit. Und da ist eine große Herausforderung. Und ich glaube, die Kompetenzentwicklung, wenn wir darüber reden, Chancengerechtigkeit herzustellen, die ist auf Seiten der Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit zu haben, diese Kompetenzen, diese kreativen Kompetenzen zu erlernen, aber auf Seiten der Lehrer auch die selber die Kompetenzen zu haben, dies zu vermitteln und Teil dieser Welt zu sein und nicht immer nachholend und hinterherrennend zu sein. Christian Hanke muss jetzt nicht Geheimnisse aus dem Lehrerzimmer ausplaudern, aber ich wüsste es dann doch ganz gerne. Also wir haben eben gehört, es geht nicht nur um die MINT-Fächer. Und er ist ja nun Referendar für Deutsch und Ethik. Und da würde mich natürlich interessieren, wie an dieser Otto-Nagel-Schule kreativ die digitale Welt schon genutzt wird und welche Erfahrungen er jetzt in den ersten Monaten als Referendar gemacht hat, welche Debatten es da unter anderem auch gibt unter den Pädagogen. Zuerst würde ich sagen, dass diese Unterscheidung zwischen digitaler und realer Welt, die vorhin noch im Raum stand, die gibt es für meine Schüler eigentlich nicht. Also Facebook ist nichts, was irgendwie in einer digitalen Sphäre existiert. Das ist eben genauso real wie die Hausaufgabe, die ich vor 10 Minuten erteilt habe. Das ist eine Trennung, die eben in den Köpfen auch meiner Generation und älterer Generation noch besteht, aber bei den jüngeren Generationen nicht mehr vorhanden ist. Und das muss eben bei uns ankommen. Zu Ihrer Frage, wie kreativ in Nicht-MINT-Fächern gearbeitet werden kann. Ich habe vor kurzem mit einer Klasse eine Zeitung erstellt zum Thema Menschenrechte. Das begann mit Recherche von einigen Seiten, wie Sie schon gesagt haben, eben Recherchearbeit, ging dann aber auch dahin, gut, wie gestalten wir jetzt eigentlich unsere Zeitung? Wie soll das Layout sein, was Kompetenzen sind, die durchaus erworben werden müssen? Wie können wir so eine Zeitung eigentlich ansprechend gestalten? Und ich denke, das würde ich auf jeden Fall als kreative Arbeit zählen. Eine andere Möglichkeit ist das Erstellen von Videos. Da spricht nichts dagegen, ein Lehrvideo zu erstellen, das hochzuladen und dann bei YouTube oder bei einer anderen Plattform mit Usern vielleicht sogar weltweit in Dialog zu kommen und dieses Video
nicht nur auf Teilen zu klicken, sondern tatsächlich mit der Welt zu teilen. Genau, also das ist genau der Ansatz, nämlich neue Medien nicht als irgendwas Besonderes zu betrachten, sondern einfach als kreative Werkzeuge, Hilfsmittel, egal ob die Lehrer und Lehrerinnen, die im Unterricht einsetzen, ob die Schüler, die sich in Peer-to-Peer-Prozessen gegenseitig gemeinsam beibringen, also einfach zu einem Selbstverständnis kommen und mit dem denke ich dann auch im täglichen Umgang, dann kann man auch, ja, problematische Dinge oder Chancen oder Risiken auch besser thematisieren. Und vielleicht das Wort neu bei den neuen Medien jetzt mal langsam weglassen. Nachdem ich vor ein paar Jahren schon gehört habe, hört doch auf, immer von Web 2.0, Web 3.0 zu reden, sagt doch einfach nur Web, das reicht auch. Bitteschön. Ja, danke schön. Gerhard Seiler, mein Name, Stiftung Digitale Chancen. Und ich fühlte mich jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen doch aufgerufen, hier auf diesen Stuhl mich zu setzen. Hintergrund ist, dass vielleicht so ein bisschen verloren geht an der in der Diskussion das Wissen darum, dass wir schon lange über diese Themen diskutieren. Ich erinnere mal daran, dass Mitte der 90er Jahre eine Initiative ins Leben gerufen wurde, Schulen ans Netz, für die habe ich auch viele Jahre gearbeitet, die sich schon lange auch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, wie ist eigentlich die Situation an den deutschen Schulen und was muss eigentlich passieren, damit sich mit Hilfe, damals wurde noch, neue Medien war damals noch das Stichwort, und es ging eben um die Frage neues Lernen mit neuen Medien und nicht Lernen mit neuen Medien, also die Diskussion, die Frau Kahle auch gerade schon ein bisschen angestoßen hat, was muss sich eigentlich verändern, wie muss Unterricht sich besser und anders gestalten und welche Rolle können da eben digitale Medien einnehmen. Und ich denke, das ist auch genau die Kernfrage, was muss eigentlich um unser Bildungssystem drumherum passieren, damit wir, sag ich mal, digitale Medien stärker implementiert bekommen. Also ich fühle mich tatsächlich so sehr stark erinnert an die Diskussionen, die wir auch schon vor 10, 15 Jahren geführt haben. Weil wir nicht weitergekommen sind, weil wir sozusagen jedes Jahr immer wieder von vorne anfangen, weil bestimmte Blütenträume nicht gereift sind. Viele Keller auch von Schulen sind voll mit altem Zeugs, das angeschafft wurde, als es schon technisches Gerät, als es schon nicht mehr up to date war. Was sagen Sie aus der Perspektive von zwei Jahrzehnten Debatte? Also ich denke, man braucht wirklich auch mehr noch Leuchtturmprojekte, wie Deutsche Kinder- und Jugendstiftung initiiert oder Schulen ans Netz hat damals auch Projekte initiiert, wirklich neue Lernformen zu entwickeln, darauf aufzusetzen, dass man also sozusagen den Unterricht anders gestaltet, dass Lehrer stärker in eine Moderationsrolle gehen, weg vom Frontalunterricht und so weiter. Ich glaube, da braucht man tatsächlich noch viel mehr Anregungen und man muss sich bewusst sein, das Schulsystem ist einfach ein sehr sich langsam veränderndes System. Also Dinge, die man vor 10 Jahren auf den Weg gebracht haben, die sind immer noch nicht richtig angekommen. Das dauert einfach sehr lange. Es hängt sicherlich auch mit dem Bildungssystem zusammen. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass natürlich ein großes Hindernis die Föderalismus-Situation ist, die es uns einfach auch schwer macht, sage ich mal, flächendeckend Dinge auf den Weg zu bringen. Also das war letztendlich der Todesstoß für diese Initiative Schulen ans Netz, die dann keine Projekte mehr über das Bundesministerium fördern konnte. Aber also letzten Endes, ich denke schon, dass sich viel entwickelt hat. Also ich war vor 2 Wochen hatten wir eine Aktion in einer Kreuzberger Grundschule. Da haben wir sozusagen Programmieren für Kinder mal angestoßen. 2 Tage später habe ich eine SMS vom Schulleiter bekommen, hier ist ein Scratch-Fieber ausgebrochen an der Schule. Also es gibt tatsächlich eigentlich schon viel mehr Aktionen, die müssen aber noch stärker an die Öffentlichkeit gehen. Über eines möchte ich heute Abend nicht diskutieren, über die Föderalismus. Das kann ich verstehen, da würde ich... Den Sack kriegen wir nie wieder zu heute Abend. Schenken Sie mir noch 2 Sätze, dann mache ich den Stuhl frei für andere. Ich glaube, es ist einfach keine triviale Aufgabe. Also wir leben einfach in einer sehr langen Tradition und wenn wir über den Umgang mit den neuen Medien, die nicht mehr neu sind, reden, dann reden wir darüber, dass wir wirklich die gesamte Architektur des Wissens überprüfen müssen. Was ist noch gesichertes Wissen? Wo entsteht das Wissen? Wie kommunizieren wir das Wissen? Haben wir noch einen Wertekanon, der sich in dem Schulstoff niederschlägt und so weiter? Und es hat sehr stark mit Haltungen zu tun, die lange eingeübt werden. Und so wie es sozusagen bei der Lehrerbildung keine besondere Vorbereitung auf die Ganztagsschulbildung gibt, gibt es
auch gar keine wirkliche Vorbereitung auf die Frage, wie bin ich ein neuer Lehrer, wie bin ich ein Lernbegleiter. Und insofern kann man das bedauern. Und ich glaube, ein Punkt ist nochmal wichtig. Es gibt viele gute Projekte. Wir haben zum Beispiel selber in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ich glaube, vor 10 Jahren war das, den Deutschen Softwarepreis bekommen mit dem Programm Scholar 21, wo wir sozusagen virtuelle Lernumgebungen geschaffen haben, wo man länderübergreifend, altersübergreifend und so weiter lernen konnte. Da sind wir nicht in die Schulen gekommen, weil wir damit zu früh waren. Es ist einfach ein langer, harter Weg und ich glaube, man muss dann schon auch die Systemfrage stellen und wegkommen von den Leuchttürmen und von den einzelnen Projekten, sondern tatsächlich systemisch fragen, was muss sich am Lernen ändern? Und da sind wir alle, haben wir alle eine große Verantwortung, übrigens Stiftung ganz besonders, um sozusagen Denkroutinen auch des Staates auch immer wieder neu in Frage zu stellen. Und jetzt mache ich meinen Platz frei. Wenn jemand möchte, ja. Aber ganz kurz gefragt, ist das im außerschulischen Bereich leichter? Also was wir eben gehört haben, was erleben Sie auch sozusagen in der Ausdifferenzierung? Hosemannstraße ist ja jetzt noch nicht total schwabifiziert, wenn ich das richtig sehe. Also auch in der sozialen Ausdifferenzierung, wir haben ja eben gehört, es geht nicht nur darum, dass man irgendwelche Geräte mitbringt, sondern auch eine Kompetenz mitbringt. Ja, ganz genau. Also zum einen muss ich Frau Kahl da völlig recht geben. Das Problem ist einfach, dass ganz viele der Projekte, die wir umsetzen, sind einfach zeitlich begrenzt. Ne? Das heißt, es mangelt wirklich an einer strukturellen Verankerung von Medienbildung, von Medienerziehung im Bildungssystem. Ja, also es gibt jetzt gerade ein neues Basiscurriculum es wird gerade vorgestellt für Berlin und Brandenburg, wo die Medienbildung oder die Medienkompetenz tatsächlich auch einen großen Teil einnehmen soll, aber bevor das umgesetzt wird und bevor sozusagen auch die Lehrer in der Lage sind, das umzusetzen, wird noch einige Zeit vergehen. Also wir haben es nicht einfacher. Was für uns einfacher ist, wir sind im Grunde ja Sozialpädagogen und wir erleben also, dass das Wichtigste immer noch die Beziehungsarbeit ist. Das heißt, wenn wir es schaffen, mit den Kindern und Jugendlichen eine gute Beziehung aufzubauen, Verständnis für ihre Situation auch im Umgang mit Medien zeigen, dann fällt es uns auch leicht, sozusagen über Risiken zu sprechen und über kreative Mittel und Wege, Projekte anzustoßen. Und jetzt hat sich unsere Runde wieder gefüllt. Beginnen Sie. Mein Name ist Heiner Benking. Ich arbeite für ein Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur. Sie kennen vielleicht die Bücherboxen hier, wo MINT, aber auch andere Berufsschüler europaweit mal lernen, eine gemeinsame Sprache zu finden. Zu dem, was ich zu sagen habe, sollte es vielleicht interessant sein, dass wir vor 30 Jahren hier in Berlin den Begriff Infografik geprägt haben und wir vor 20 Jahren eine Sommeruniversität in Karlsruhe gemacht haben zum Thema künstliche Paradiese, virtuelle Realitäten. Also ich wollte, was die Frau Kahl sagte, wo sind jetzt die Stellschrauben? Da habe ich mich jetzt so gefühlt, dass ich hier was sagen will. Ich glaube, es ist unser Denken. Und die jungen Leute machen da nicht mit. Unser Denken ist nominalistisch in gut, böse, schwarz, weiß. Sie kennen diese Dinge, dass wir uns an Worten aufhängen. Aber junge Leute, die wollen das greifbar machen, also im Kontext. Und wenn wir Wissen nicht als Spektrum oder als Feld sogar im Raum betrachten und auch anderes zulassen, also auch Performatives, Zeichenarten sind nach Charles Sander Peirce Symbol, Icon und Index und das erlauben uns die neuen Medien, all solche performativen Multimedia, Crossmedia, all solche Dinge gemeinsam zu betrachten. Und es gibt Ansätze mit Jugendlichen, Robert Jung hat das befördert, zu sagen, Out-of-the-Box-Thinking Paradigm Mapping Workshops, dass wir mal sagen, was ist denn physisch und haptisch? Was sind die konkreten Positionen, Perspektiven, Medien und nicht nur Maß und Mitte, sondern auch welcher Rahmen? Also da gibt es Arbeit seit 20, 30 Jahren. Was die Frau Kahl gesagt hat, ist genau das richtige Thema. Wir müssen mal an diese Wissensarchitekturen kommen. Und Architektur ist räumlich. Da kommen wir nicht so mit nur Worten und ein paar Zahlen und Symbolen, wie Novalis gesagt hat, weiter.
Da muss aber natürlich jetzt der Referendar für Deutsch und Ethik eine Lanze für das Wort, vielleicht auch für die Unterscheidung von Gut und Böse, brechen oder auch nicht. Das muss man jetzt mal sehen. Also dass die Frage, ich meine gerade in dem Bereich, für den Sie tätig sind, dieses Element von Haptischem einzubinden, ist das eine Herausforderung? Bei digitalen Medien auf jeden Fall schon. Da es greifbar zu machen, aber gerade die Möglichkeit, wenn die Schüler einen Laptop vor sich haben und dann eben nicht Word aufmachen müssen, sondern Photoshop oder irgendein anderes Programm und das Wissen, das sie haben, anders darstellen können, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die ich vielleicht vor 20 Jahren nicht hätte. Da hätte ich vielleicht das irgendwie auf einem Blatt Papier machen können, aber das wäre vielleicht schnell weg gewesen, vielleicht auch nicht so schön gewesen, weil ich eben nicht schnell noch irgendein gutes Bild aus dem Internet mit dazu ziehen kann. Und das sind Möglichkeiten, für die ich eigentlich gerade sehr dankbar bin, dass eben die Schüler, wenn die Arbeitsaufträge entsprechend formuliert sind, durchaus selber entscheiden können, wie sie ihr Wissen jetzt abbilden. Denn das muss eben nicht immer der Aufsatz sein, sondern kann eben auch, wenn es um irgendeinen Verlauf geht, ein Comic sein oder eine Mindmap, die ja Wissen auch nicht irgendwie linear anordnet, sondern, na gut, als Fläche, noch nicht als Raum, aber zumindest als Fläche, was ja auch schon mal was ist. Übrigens hat diese Schule ganz klare Laptop-Regeln aufgestellt für die Klassen 5 bis 8, lese ich da. Also es dürfen nur die gestellten Aufgaben mit dem Rechner bearbeitet werden. Die Nutzerzeit auch im Unterricht ist begrenzt. Das Gerät darf in der Pause nicht benutzt werden. In der unterrichtsfreien Zeit darf auf dem Schulgelände kein Spielprogramm aufgerufen werden. Funktioniert das denn? Nicht immer. Also das ist halt wie mit jedem Ding, was in die Schule mitgebracht wird. Das wird bestimmt für den Unterricht benutzt, aber nicht ausschließlich. Und diese Regeln sind, sie werden nicht immer eingehalten, nein. Also das ist genauso wie mit dem Taschenrechner, der programmierbar ist. Da gibt es Leute, die sich eben Mario drauf programmiert haben oder draufgezogen haben. Und wenn der Laptop die Möglichkeit gibt, da ein Spiel drauf zu haben, naja, dann ist da eben auch mal das Spiel drauf, was für mich als Lehrer bedeutet. Gut, wenn die Schüler mit ihrem Laptop arbeiten, dann stehe ich nicht vor der Klasse, dass ich auf die ganzen Laptops starre, sondern natürlich hinter der Klasse, damit ich auf die Bildschirme sehen kann. Das sind Sachen, die eben auch mitgemacht werden müssen. Wir haben halt früher mit kariertem Papier Schiffe versenken gespielt, wenn es zu langweilig wurde da vorne. Bitteschön. Ja, mein Name ist Albert Reinhardt von Politikschule Internet im Agenda 21-Prozess und Frau Kahl hat eigentlich alle wichtigen Dinge schon gesagt mit dem Übergang. Die jetzige Situation ist halt vergleichbar mit dem Übergang von der Agrar- in die Industriegesellschaft und die ging ja einher mit sehr starken innergesellschaftlichen Verwerfungen. Ich glaube, deren Folge dann auch Kriege passiert sind. Also wir tun immer so, als ob das alles so easy ist, was wir hier machen. Und was damals halt, was glaube ich sozusagen bisher immer unter unserer kulturellen Decke nicht sichtbar ist, ist sozusagen die Rückbesinnung. Also wir versuchen immer uns an Traditionen zu binden, die ja geschichtlich wir erfahren haben, aber es gibt eine Tradition oder eine evolutionäre Möglichkeit in uns und die ist, die liegt allerdings in Kleingruppen verankert. Ja? Und das ist halt dieses Problem. Da liegen sozusagen unsere menschlichen Größen und Stärken in Kleingruppen miteinander zu denken, Dinge auszuhandeln und die dann kulturell für uns zu vereinbaren. Ja? Und dieses Potenzial wird meiner Meinung nach zu sehr, also wird nicht sozialisiert in der Schule. Also das könnte man tun, das wäre einfach. Und man könnte sozusagen einen Impuls nutzen, der sozusagen während der Pubertät findet, also laut dieses, also es gibt so bestimmte Dinge, die sind so vorgeprägt. Die Pubertät heißt, ich löse eine Bindung von meiner Herkunftsgruppe auf und suche mir eine neue. Und dieses Moment könnte man nutzen, um auf die großen sozialen Systeme zu prägen. Also sprich, Jugendlichen die Erfahrung zu ermöglichen, sich in Beziehung zu setzen mit den Strukturen. Und damit sind natürlich digitale Medien ideal geeignet und würden dann auch Sinn machen und würden dann aber auch Sicherheit produzieren, weil ich Menschen habe, die rückgebunden sind an das System. Was die beiden Herren hier ausgeführt haben, wie ist das, wenn Sie jetzt morgen zurückgehen in das Medienkompetenzzentrum Pankow? Was davon können Sie, weil Sie ja nicht in diesem restriktiven Raum Schule sind,
vielleicht leichter umsetzen? Naja, unser Ansatz ist immer, an den Lebenswelten der Kinder anzuknüpfen. Und da müssen wir jetzt gar kein Blatt vom Mund nehmen. Also ne, ich glaube, es sind über 85% der Jungen im Alter zwischen 8 bis 14 Jahren, die schon mal ein Computerspiel gespielt haben, wofür sie eigentlich zu jung sind. Ne? Also irgendwelche Ego-Shooter, gewaltverherrlichende Spiele. Unser Ansatz ist jetzt beispielsweise, Computerspiele im Unterricht einzusetzen. Also mit Minecraft, wer es kennt, kann man Physikunterricht gestalten, man kann das Bohrsche Atommodell nachbauen, man kann Geschichte erfahrbar machen. Also indem wir sozusagen die Medien, mit denen die Kids täglich umgehen, mit denen sie vielleicht etwas unreflektiert auch umgehen oder wo zumindest Gefahren auch lauern, dass wir also versuchen zu zeigen, dass diese Medien Potenziale haben, wenn sie sie kreativ einsetzen. Das ist ein mögliches Beispiel. Ja, möchten Sie? Ja, direkt dazu. Und zwar haben wir damals durch die Sinne zum Sinn von Kultur zu Cyberculture ein großes Forum mit den Anthroposophen Freiheit im Bildungswesen gemacht. Wir müssen nicht nur an die Lebenswelten, sondern auch an die sinnlichen Welten anschließen. Was die jungen Leute jetzt sagen, wir sind kollaborativ, ko-kreativ und multimodal. Und wenn man dann mit denen sagt, was ist denn das überhaupt? Dann sagen die, ja, Körper ist Sehen, Fühlen, Schmecken, Tanzen, also Kückelhaus, sind ja auch alternative Leute in der Bildung noch mit dabei. Aber das ist eben das Multimodale, dass ich nicht nur einäugig bin und wenn wir das wissen, wann wird uns schwindlig, dann ist dann, wenn das, was wir sehen, mit dem, was wir fühlen oder Schwergewichts- und Orientierungssinn gibt es ja auch noch, auch Überblickssinn, wenn da eben Disharmonien sind. Deshalb haben wir ja diese Veranstaltung mit Musik begonnen und werden sie auch mit Musik schließen. Ein bisschen haben wir uns da den Sinnen stärker geöffnet. Ansonsten drehen wir uns hier ein bisschen auf dem Drehstuhl. Sie sitzen hoffentlich immer noch in Ruhe. Wir haben noch eine Dame auf einem Stuhl. Bitte. Auch eine Seltenheit. Hallo, ich bin Franziska Schiller. Ich arbeite als Journalistin und Musikerin und ich gehöre der Web-Skepsis-Abteilung an, vielleicht wahrscheinlich in dieser Runde. Und es hat einen einfachen Grund. Ich habe als junge Frau in der Pubertät ein Buch gelesen, das viel von dem gesagt hat, was wahrscheinlich bis zum Lebensende, glaube ich, dazugehört zu dieser Skepsis. Franz Fühmann hat ein Buch geschrieben, Science Fiction, so dünnes Papier, Reklam, Leipzig. Es gibt in dieser Geschichte kein einziges Buch mehr. Die letzten Exemplare werden geschützt hinter Tresoren. Das Umblättern des Papieres, dieses Haptische, was wir jetzt gerade besprochen haben, mein linker Nachbar, die Idee, Sinnliches in Rechner hineinzubringen, all das hat sozusagen am Ende dieser Geschichte zu keiner Lösung geführt, wenn man wirklich, wirklich auf Bücher verzichtet. Also auf das klassische, stoisch-alteuropäische Bild des Bildungsbürgertums. Wir haben ein Buch in der Hand, wir lesen die Enzyklopädie, wir schauen das dort nach, wir gehen in die Bibliothek. So, und meine Frage in Kürze ist einfach die, warum müssen wir unbedingt als unser neues Ideal die Laptop-Klasse haben? Was bringen uns digitale Medien? Ich frage das pointiert ich wollte an dieser Veranstaltung. Ich wollte diese Generalpause auch wirklich setzen. Ich glaube, will einer eine Antwort versuchen von Ihnen beiden? Oder nicht? Lassen wir das jetzt sozusagen als Widerhaken unserer Veranstaltung erstmal stehen? Denn die Zeit tut das, was sie immer tut, sie schreitet voran. Und eine Dame sitzt hier noch, die würde ich gerne noch kurz das Wort geben. Dann müssen wir aber gleich wechseln in die nächste Runde. Entschuldigen Sie. Ich bin hier, weil ich eine Antwort hören möchte. Von wem? Von den beiden? Ich würde am liebsten von Frau Kahl eine Antwort hören, weil Sie sich da so einsetzen. Sehe ich so auch so
Nein, aber Sie setzen sich mit der Stiftung Kinder und Jugend dafür ein und Sie müssen dafür brennen. Was ist es? Wir brennen dafür, also erstens die Geschichte, die, von der Sie sprechen, die heißt Pablos Papierbuch. Nee, die heißt nicht Science Fiction, aber können wir nachgucken? Ich glaube, es gibt eine Version, die in der DDR erschienen ist und eine wahrscheinlich bei S. Fischer in der Bundesrepublik. Ich auch. Na dann. Dann war mein Versöhnungsversuch vergeblich. Ich kann keine Antwort geben, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Kontrapunkt, weil es nicht das eine oder das andere gibt. Es muss sinnliche Erfahrungen geben, haptische Erfahrungen. Wir haben jetzt schon viele Impulse bekommen und es ist kein Ausschluss, sondern es ist für uns in der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung die Frage, was müssen wir tun, damit jedes Kind in dieser Gesellschaft so aufwachsen kann, dass es mit den Schwierigkeiten, mit der Komplexität, mit den rationalen, mit den irrationalen Dingen des Lebens fertig werden kann? Und dazu gehören sozusagen alle Seiten. Dazu gehört aber auch, mit den neuen Medien oder die nicht mehr neu sind, wie auch immer, nicht nur umzugehen, sondern sie zu nutzen. Für sich sozusagen zu nutzen, um dieser Potenzialentfaltung, der Kreativitätsentfaltung näher zu kommen. Das heißt für uns in der Stiftung aber nicht, dass das eine mit dem anderen durch das andere ersetzt wird, sondern das miteinander analog zusammen sein. Und übrigens die jungen Leute, die in den digitalen Projekten sind, die sagen uns alle, das ersetzt nicht das Zusammensein untereinander, sondern es bietet die Voraussetzung dafür, dass wir schneller und direkter zueinander kommen. Also ist, glaube ich, ist es nicht das eine oder das andere. Und für uns ist es nicht wichtig, am Ende zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt dies und dies machen, sondern wir setzen uns dafür ein, dass für jedes Kind individuell die Förderung da ist, mit dieser Welt fertig zu werden. Und da ist es nicht mehr nur eine Frage, ob diese neuen Medien eine Chance bieten oder ein Hindernis sind. Die sind einfach da. Und damit umzugehen und klar zu kriegen, was mache ich hier eigentlich, auf welcher Basis mache ich es eigentlich, muss ich das jetzt eigentlich tun oder kriege ich es in der Bibliothek viel besser, diese Kompetenzen zu entwickeln, das ist unsere Aufgabe und da spielt beides eine Rolle. So. Ja, hallo, also ich bin Anna Döberiner, ich habe mich mal einfach so umgeschaut, ich denke, ich bin hier die Jüngste. Wir überprüfen das jetzt. Genau. Ja, und ich wollte einfach mal sagen, dass es gar nicht so kompliziert ist für uns, so für die, also ich bin jetzt 18 und ich glaube, die nachfolgenden Generationen und so weiter, die beschäftigen sich dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr mit dem Problem, das wir jetzt heute haben, weil wir eben immer mehr in diesem ganzen Computer, digital, wie auch immer gesteuerten System und Leben aufwachsen. Und diese Unterscheidung oder diese Nicht-Unterscheidung zwischen On- und Offline zum Beispiel, muss ich mal ein bisschen erklären. Und zwar ist es nicht so, dass wir nur das Gespräch untereinander kennen, also so wie wir das jetzt machen, oder das Gespräch per Facebook, Mail oder sonst was. Es ist nicht das eine oder das andere, es ist einfach nur eine Verlagerung. Also es ist ähnlich wie mit dem Fernsehen und zum Beispiel dem Serienschauen im Internet. Es ist nur eine Verlagerung von einem Medium. Es ist nicht was vollkommen anderes. Und ich glaube, dieses Verständnis unterscheidet uns oder meine Generation ein bisschen von den Älteren. Das ist wohl wahr, weil ich würde dem, aber ich bin ja nur hier der Moderator, ich würde dem massiv, massiv widersprechen, weil ich schon glaube, dass es einen Unterschied macht. Auf jeden Fall. Ein Schüler kann heute allein in seinem Zimmer sitzen und gerade umgeben von all seinen Freunden sein, weil er mit denen in der Facebook-Gruppe sich unterhält. Genau, ja. Ja, das, ja. Ich würde sagen schon. Das sehe ich anders. Also ich finde nicht, dass es dasselbe ist, aber es ist nicht so ein Riesenunterschied, wie jetzt hier irgendwie bereitgetreten wird. Was wir gemerkt haben eben ist, es ist halt eben bitter. Wir haben drei große Komplexe in einen Abend reingeworfen und hier könnten wir allein schon, vielleicht ein bisschen unterbrochen von Musik, noch mindestens 2 Stunden weitersprechen. Ich danke für diese zweite Runde allen Beteiligten und man merkt hier, hat der Fischbowl auch wirklich funktioniert.